Journey of Hope, and accepting the award, the film's director Xavier Koller. Der große Augenblick im Leben von Xavier Koller, heute Nacht im Shrine Auditorium von Los Angeles. Oh, I can't believe it myself. Er könne es selbst kaum glauben, sagte der Schweizer Regisseur, der sich nicht nur bei den Akademiemitgliedern bedankte, sondern auch bei der türkischen Flüchtlingsfamilie, die 1988 bei der illegalen Einreise in die Schweiz ihren Sohn verloren hatte. In Turkey, Anatolia, who lost their son in October 88, crossing the mountains into Switzerland. 2,5 Wochen Promotion-Tournee in Hollywood, ein Einsatz von 200.000 Franken. Mit der Entgegennahme des Oscars konnte Xavier Koller seiner bisherigen Filmkarriere den Höhepunkt aufsetzen. Dabei war der geborene Schweizer als krasser Außenseiter angetreten. Und noch am Oscarabend hatte sich Xavier Koller unerkannt im Schatten der großen Prominenz ins Shrine Auditorium geschlichen. Dass plötzlich er selbst und nicht einer der Hollywood-Stars mit ihren wichtigen Gesten als strahlender Sieger dastehen würde, davon hatte er kaum zu träumen gewagt. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ich bin ganz ruhig und es ist alles kein Problem und so. Und je näher es kam, habe ich feuchte Hände bekommen und dann ist Dustin Hoffmann auftreten und dachte, oh, jetzt kommen wir dann dran, jetzt kommen wir dran, wer ist es echt? Und dann kommen die Titel und nachher ist mir irgendwie der Kopf stillgestanden für einen Moment. Und da konnte ich es eigentlich nicht glauben, als ich unseren Filmtitel gehört habe. Das ist extrem, das ist super. Hannibal 1972, das war, vor fast 20 Jahren, der erste Langspielfilm von Xavier Koller. Mit dem Autodidakten Koller, der schon als 15-Jähriger in einem Kino als Platzanweiser arbeitete, wurde ein Mitbegründer des neuen Schweizer Films und damit eine ganze Generation geehrt. Der erste ambitionierte Regiehöhenflug des damals 28-Jährigen endete wie so viele andere in der Frühzeit als Bruchlandung. Die Produktion brachte Verluste von mehreren hunderttausend Franken. Xavier Koller stotterte jahrelang Schulden ab. Erst 1979 konnte Xavier Koller wieder eine Kinofilmregie in Angriff nehmen. Allmählich entwickelte er mit Produktionen wie Das gefrorene Herz und Der schwarze Tanner seinen eigenen Stil. Unterhaltsame, lineare Geschichten, die eine gewisse Sozialkritik mit einer deftigen Erzählweise verbinden. Jedes Mal, wenn die Schweiz einen Oscar bekommen hat, wie Marie-Louise von Leopold Lindberg und Richard Schweizer oder wie die Gezeichneten von Fred Sinnemann, ist es das Bild von der Schweiz gewesen als das Land der Humanität, der humanitären Hilfe, der Asylgewährung. Und auch hier ist wieder nun das Thema der Flüchtlinge, die in die Schweiz hineinkommen. Das war Türken, nicht Europäer. Im Unterschied aber zu so einem Film von Lindberg, auch Die letzte Chance, der kein Oscar gehabt hat, aber nominiert war, ist hier nun ein kritischer Unterton vorhanden. Wenn auch nicht so kritisch wie seinerzeit in dem Film Das Boot ist voll von Markus Imhoff, der auch nominiert war und der keinen Oscar bekommen. Aber alle anderen Arten von Schweizer Filmen haben bis jetzt keine Chance gehabt. Ich denke vor allen Dingen an Jean-Luc Godard. Die sind nicht gnädig aufgegangen worden. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ein positive Auswirkungen eintreten kann, indem in einem schweizerischen Publikum, in einer schweizerischen Öffentlichkeit der Schweizer Film vielleicht wieder ein bisschen näher tritt, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wenn man jetzt ein Angebot überkommt, das wäre wie ein Sprung über einen grossen Teich. Und die Frage ist immer, kann man so weit springen überhaupt in einem Gump? Und ich bin eigentlich eher dafür, weil ich das in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich Schritt für Schritt vorwärts gegangen, um nicht, also dass die Gräben immer gerade noch so breit sind, dass ich mag überspringen. Und ich muss anstrengen, aber wenn ich das Gefühl habe, der Kump ist zu gross, dann tue ich lieber das Bötli und rudern. Und ich werde mir diese Entscheidung können eben leisten.
dass ich Projekte einbringen kann, die ich geplant habe, wo ich ohnehin geplant habe, wie eben einen grösseren Rahmen zu machen. Und dass durch das jetzt, durch den da, jetzt die Chancen einfach grösser wären, Zugang überzukommen zu den Möglichkeiten von einer grösseren Grössenordnung.